Hey Clash, Rathaus 16 ist da und das bedeutet, neue Dörfer stehen an. Einerseits mit, aber auch eben ohne den neuen Fusionsverteidigung. Einerseits für den Loot, für das ganz normale Farm, aber eben am Ende auch für den Clankrieg. Denn inzwischen ist das Ganze sehr wichtig, dass ihr den Clankrieg gewinnt. Denn dadurch, dass ihr gewinnt, bekommt ihr am Ende mehr Erze, um am Ende eure Ausrüstungen besser freischalten zu können. Von daher werdet ihr auf jeden Fall die nächsten Wochen, wenn ich zum Beispiel Legendenvideos poste, da auf jeden Fall immer super doll aufpassen. Ich werde immer im Video irgendwo erwähnen, dass und ob und wo ich jeweils noch Bases teile. Das heißt, meine Legenden-Bases werde ich auf jeden Fall nach und nach auch raushauen, die ich halt eben benutzt habe. Und falls ihr allgemein solche Sachen feiert, falls ihr allgemein euren Fortschritt zum Beispiel aktuell ein bisschen voranschreiten lassen wollt und eins euch der Angebote kaufen solltet, dann sehr, sehr gerne eure Lieblings-Creator unterstützen. Mit Koditsu unterstützt ihr mich. Aber lass uns starten mit dem ersten Dörfchen und das ist erstmal eine Farmbase. Keine Angst, wir haben jetzt erstmal einmal mit den Fusionsverteidigungen, danach schauen wir uns ohne an. Erstmal was ganz wichtig, meiner Meinung nach, bei einer Farmbase ist, was schon mal viele abschreckt, nicht die Goblin-Angreifer vor allem, wenn fast alles im Zentrum ist, an Loot und nichts, an Sammlern außen. Aber eine Sache, die mir aufgefallen ist bei meinen kleineren Accounts, die eben nicht eine Legende sind, die werden gar nicht so von Sneaky Goblins angegriffen. Klar, es sind immer mal wieder Sneaky Goblins mit dabei, aber es sind auch sehr, sehr viele normale Armeen mit dabei. Und die wollen wir natürlich auch verteidigen. Was schreckt allgemein viele Leute ab, selbst wenn viel Loot da ist? Ganz einfach zwei Dinge. Erstens, Ringdörfer sind super nervig für die meisten Spieler anzugreifen. Und zweitens natürlich, wollen wir versuchen, möglichst viel gegen Luft zu verteidigen und deswegen dieses luftfähiger Setup allgemein. Ansonsten, mit super viel Schaden im Zentrum, ist für viele Leute das Ganze problematisch. Natürlich sehen wir hier, wer in den Adler reingehen möchte, das heißt eher auf 3 Sterne geht, der wird nicht so schnell in euer dunkles Elixier rankommen, denn das ist auf der anderen Seite des Rathauses. Das bedeutet, man muss sich immer entscheiden, in den Adler oder ins dunkle Elixier, denn dunkles Elixier allgemein ist super wichtig auf den oberen Rathausstufen. Wenn wir weiter durchgehen, sehen wir die ganzen Lager. Ich sehe super viele Dörfer, die gut gegen Sneaky Goblins sind, wo einfach alle Lager im Zentrum sind, weil da kommt man recht schwierig dran mit den Sneaky Goblins. Wenn man aber mit einer richtigen Armee angegriffen wird, sobald der Angreifer erst am Zentrum dran ist, sind alle Lager Geschichte. Und deswegen muss man einen guten Mittelweg finden, genau zwischen diesen Lagern im Zentrum, aber dennoch nicht zu weit im Zentrum, sodass man eben aus dem Zentrum alles dann locker flockig abfarmen kann. Von daher ist dieser Aufbau super wichtig und deswegen haben wir eben genau diesen Ring an den Lagern und die alle nochmal extra eingezäunt, sodass am Ende es möglichst schwer ist für den Angreifer, die Ressourcen zu bekommen. Denn das ist ja wirklich der Kniff und auch der Knackpunkt an so einer Farmbase. Es geht nicht unbedingt darauf, 3 Sterne zu verteidigen, sondern eben eure Ressourcen. Das dunkle Elixier vor allem, das beschützen wir hier oben mit super vielen Verteidigungen, wie zum Beispiel X-Bogen und Co. Aber eben auch der Mono und natürlich auch das Rathaus steht direkt daneben, genauso wie allgemein sehr viele Verteidigungen. Dazu haben wir die Helden auf der anderen Seite, denn dort bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass viele reingehen werden mit Luft, denn viele werden einfach magisch angezogen von der Adlerartillerie, beziehungsweise von der Seite, wo sie eben steht, und dort können die Lufthelden auf jeden Fall sehr, sehr nervig sein, vor allem so weit an der Flanke, denn dort könnten sie die Truppen nach außen wegziehen und damit bleibt euer Zentrum unbesetzt und das ist ja an sich das, was ihr haben wolltet. Aber ich würde sagen, nicht jeder von euch hat schon die neuen Fusionsverteidigungen. Wie sieht das Dorf also aus mit den normalen Verteidigungen, also sozusagen Rathaus 15 Version? Nun ja, ich habe auf natürlich nicht allen Accounts, wo ich bisher auf Rathaus 16 hochgegangen bin, natürlich die neuen Fusionsverteidigungen bereits gemacht. Das heißt, ich habe noch nicht überall die Verteidigung. Das heißt, ihr müsst ein paar Wechsel machen. Zum Beispiel Bombenturm ins Zentrum, der stand normalerweise außen. Und allgemein haben wir an sich die Essenz des Dorfes weiterhin beibehalten. Wir haben weiter diesen Ring an Lagern. Allerdings natürlich im äußeren Ring hat sich einiges geändert, denn wir haben natürlich jetzt wesentlich mehr Kanonen- und Bogenschützentürme, weil wir ja noch nicht fusioniert haben. Das heißt, das auf jeden Fall an sich weiterhin eine sehr, sehr solide Farmbase und weiterhin funktioniert das wunderbar. Hier jetzt allerdings der wichtige Punkt, weswegen ihr euch das Video anschauen solltet. Dieser Wutturm, wie gesagt, es ist ein Account, der noch nicht so weit ist von den Leveln. Ich habe diesen Zauberturm erst auf Level 1. Das heißt, der Baselink wird mit einem Wutturm sein. Ich bin gespannt, ob die meisten von euch aufgepasst haben und weit genug das Video geschaut haben, denn diesen Wutturm müsst ihr in einen Giftturm umwandeln, falls ihr eure Zaubertürme bereits auf Level 2 habt. Falls ihr den jetzt auf Level 1 habt, der Wutturm ist jetzt keine Katastrophe, aber Giftturm, glaube ich, schreckt nochmal die meisten etwas mehr ab. Machen wir aber direkt weiter mit dem Clankrieg bzw. Legendendorf. Clankrieg-Legende ist aktuell mehr oder weniger gleich. Und auch hier nutzen wir wieder 2 Gifttürme, weil ich denke, dass es auf jeden Fall erstens aktuell nicht schlecht ist. Ich denke, Wutturm ist weiterhin auf jeden Fall gut genutzt, mindestens genauso stark, wenn nicht sogar besser. Aber es schreckt mehr Leute ab und das heißt vor allem im, ich sag mal, Casual-Bereich
ist der Giftturm am häufigsten und nervigsten gesehen, vor allem wegen den Superbogenschützen Zeppelin. Und hier wird vor allem, naja, einige Seiten zugelassen, zum Beispiel auf den Adler, den Superarcher Zeppelin zu fliegen zu lassen. Allerdings haben wir genau dagegen auch die Tornadofalle, sodass das auf gar keinen Fall ankommt. Dann haben wir noch eine weitere Option, natürlich mit dem Superbogenschützen Zeppelin, und das ist in der Nähe der Clanburg. Auch dort ist die Möglichkeit hinzulanden etwas eingeschränkt, weil ich noch Bombentürme daneben getan habe. Das bedeutet, im unteren Bereich des Rathauses und oberen kann man nicht wirklich landen wegen den Gifttürmen. Allerdings auf der ganz linken Seite haben wir überall Riesenbomben, sodass wir auf jeden Fall Superbogenschützen nicht wirklich lange und viel Spaß haben. Das auf jeden Fall erstmal schon, was die häufigsten Strategien angeht mit den Superarcher Zeppelin. Und auch genau deswegen ist es sehr, sehr wichtig von euch, dass ihr auf jeden Fall eure Verteidigung allgemein schnellstmöglich levelt, vor allem den Bombenturm. Des Weiteren schauen wir uns gerade mal an, was an Blitzmöglichkeiten auf jeden Fall ansteht. Das Gute ist hierbei, blitzmäßig, man braucht immer 7 Blitzzauber für die neue fusionierte Kanone auf Level 2. Das heißt, das ist ein super wichtiges Upgrade, denn dadurch verhindert ihr sehr, sehr viele Blitze, die vor allem in der Legende passieren. Denn die meisten werden 6 Blitze und einen Erdbebenzauber mitnehmen und nicht 7, weil das lohnt sich nicht so wirklich. Des Weiteren, was viele gemacht haben, ist ein Queen Charge, wenn jemand Queen Charge spielen sollte, und das Richtung Adler. Und deswegen sind dort alle rote Minen. Denn diese rote Minen werden alle Heiler rausnehmen. Und damit, meine Freunde, könntet ihr sehr, sehr gute Chancen auf dem One-Star auch haben. Hatte ich bereits, denn das hier ist auf jeden Fall eine angepasste Base von mir von Rathaus 15 Zeiten. Und diese Base hat bereits schon gegen einige der Top-Pusher auf One-Stars verteidigt mit dieser roten Minenfarm. Ansonsten, wie gesagt, ich weiß nicht, jeder hat bereits die fusionierten Verteidigungen. Und genau deswegen habe ich die ganze Version auch nochmal ohne fusionierte Verteidigung. Auch hier sehen wir außen wesentlich mehr Verteidigung. Das ist, glaube ich, auch immer die große Änderung zwischen Rathaus 15 und Rathaus 16, dass diese äußeren Verteidigungen halt eben verschwinden. Ansonsten ist das die Essenz des Dorfes auch hier wieder gleich geblieben. Aber auch hier, was wieder wichtig ist, ist mit dem Zauberturm, okay? Deswegen auch hier wieder wichtig, der Base Link wird einen Wutturm beinhalten. Ihr wollt allerdings einen Giftturm benutzen, okay? Ganz wichtig. Ich habe den hier noch nicht. Wie bereits gesagt, der Account ist nicht unbedingt so gut ausgebaut, aber das soll ja genau das auch am Ende zeigen, dass ihr ihn halt eben mit nicht ganz krass ausgebauten Leveln nutzen könnt, die Dörfer. Ansonsten möchte ich auf jeden Fall nochmal wiederholen, wie das Ganze jetzt mit den Legendensachen abläuft, denn ich werde natürlich über die nächsten Tage auch meine Legendenangriffe hochladen und wann immer ich dort eine gute Legendenbase habe, die ich sozusagen abgeben kann oder wie auch immer oder teilen kann, werde ich das in diesen Videos jeweils ankündigen. Das heißt, schaut euch gerne diese Legendenvideos an, wird dann jeweils dort immer erklärt, wo ihr die Links dazu findet und wie ihr die dann kombinieren könnt oder gruppieren könnt und natürlich am Ende auch, was für Clanburgen dort empfohlen sind. Die Clanburg bei diesem Dorf würde ich auf jeden Fall mit 20 Bogenschützen und 2 Eisgolems nehmen. Ist einfach eine super, super solide und sehr, sehr starke Clanburg, die gegen fast alles mindestens solide hält, wenn nicht sogar sehr gut, wie zum Beispiel gegen Bodenangriffe oder anderem. Von daher, das auf jeden Fall meine ersten beiden Dörfer für Rathaus 16 für euch. Links natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und in den nächsten Tagen wird auf jeden Fall noch mehr kommen an Baselinks in den, wie gesagt, Legendenvideos. Ansonsten hoffe ich auf jeden Fall, ihr habt einen wunderprächtigen Start in das neue Update. Heute Abend kommt das nächste Clash-Video, aktuell täglich 2 Videos hier immer. Wird auf jeden Fall eine geile Zeit. Ich hoffe, ihr habt genauso Bock wie ich und ich würde sagen, wir sehen uns heute Abend mit dem nächsten Clash-Video. Bis dann rein und tschö, tschö.